Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Keller.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Leon an. Dieser hat über WP Review Pro geschrieben, welches er mit 5 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Heute möchte ich euch von meiner WP Review Pro Erfahrung von My Theme Shop erzählen. Die 5 Sterne Bewertung bei My Theme Shop spricht eigentlich schon für sich. WP Review Pro ist ein kompaktes Plugin, was mit einer ganzen Reihe an Vorteilen daherkommt. Ein riesiger Vorteil ist, dass es Google Rich Snippets verspricht. Google Rich Snippets sind kleine Sterne, welche unterhalb der Webseitentitels der Google-Suche angezeigt werden. Rich Snippets sind wirklich eine gute Sache, da man damit seine Klicks um 30% steigern kann. Tausend andere haben schon eine positive WP Review Pro Erfahrung gemacht. Viele WordPress-Bewertungs-Plugins versprechen Google Rich Snippets, jedoch benutzen die meisten das falsche Schema, kosten eine Stange Geld oder sind kompliziert in der Handhabung. Nachdem man WP Review Pro bei My Theme Shop für läppische $29 gekauft hat, kann man es wie gewohnt nach dem Download auf seiner WordPress-Seite installieren und aktivieren. Nach der Aktivierung erscheint in den Einstellungen der Unterpunkt WP Review. Dort kann man die Farben der Sterne, Kreise oder Balken einstellen, je nachdem, was man haben möchte. Dort kann außerdem die Position der Bewertung, die Bewertungskriterien sowie die Position der Bewertung auf dem Vorschaubild des Beitrags festlegen. Nachdem man in den Einstellungen alles nach seinen Wünschen angepasst hat, kann man WP Review auch schon in einem Beitrag verwenden. Hier kommt es nun darauf an, was man bei der Einrichtung ausgewählt hat. Ich nehme auf meiner Webseite immer den Shortcode. Wenn man den Shortcode in den Beitrag integriert hat, sieht man unter dem Beitragseditor ein kleines Feld, wo man sich zwischen den Erscheinungsformen entscheiden muss. Dort nehme ich immer die Sterne. Dann erscheint ein weiteres Fenster, wo man seine Bewertungskriterien, den Autor und noch vieles mehr anpassen kann. Nachdem man dies getan hat, sieht man in seinem Beitrag eine Bewertungsbox in einem schlichten und zugleich modernen Design. Diese Box ist auch für Mobilgeräte optimiert. Wenn man Google Rich Snippets nun testen möchte, ruft man diese Seite auf. Dort hinterlegt man die Beitrags-URL und sieht, ob es geklappt hat. Die Sterne werden danach einer neuen Indexierung durch Google in den Suchergebnissen angezeigt. WP Review Pro ist mit jedem Theme verwendbar und innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit. Neben der Bewertung des Autors kann man Bewertungen der Besucher aktivieren. Diese können dann sogar optional in das Kommentarfeld integriert werden. Einige fragen sich vielleicht, ob es WP Review auch in Deutsch gibt. Die Antwort lautet ja. Dies muss man sich jedoch selber übersetzen, was aber auch schnell erledigt ist, mit der mitgelieferten Sprachdatei. Es ist das meiner Meinung nach beste Plugin für Review- und Testberichtseiten. Es kommt mit einem modernen Design daher, sowie einer flotten und zugleich effizienten Performance. Ich kann es wirklich jedem bedenkenlos empfehlen, besonders durch die einfache Handhabung und den schnellen Support des Herstellers. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.